Hey, hier ist Miri Kambandens. Das Thema ist, was kann man machen, ups, nicht runterfallen, um einen Zyklus regelmäßig zu machen. Also, und wenn du unter einem unregelmäßigen Zyklus leidest, kannst du dagegen was tun. Du kannst deinen Körper unterstützen, dass die Hormone sich wieder ausbalancieren. Ich verlinke mal hier direkt ein Video zum Thema, was ist überhaupt ein unregelmäßiger Zyklus. Höchstwahrscheinlich oder möglicherweise ist dein Zyklus gar nicht unregelmäßig, so wie du vielleicht denkst, sondern sogar noch regelmäßig. Also auf jeden Fall mal reinklicken, bevor du dieses Video weiter guckst. Erstmal fängt alles natürlich mit dem Lebensstil und der Ernährung an, denn die Ernährung ist das, was deine Zellen ernährt. Ja, die Ernährung bestimmt, was mit jeder Zelle passiert. Also die ist wichtiger, als viele Menschen denken. Da ist es eben wichtig, bei allen hormonellen Problemen sich pflanzlich zu ernähren und fettarm. Und vollwertig, wenn es geht. Also zumindest der größte Teil. Das ist quasi von sehr hoher Wichtigkeit. Das empfiehlt sogar auch der Hersteller von Estroblock, Delgado Protocol. Und das ist also erstmal das Wichtigste. Dann wenn du sagst, ich bin überhaupt nicht bereit oder noch nicht bereit, mich nur pflanzlich zu ernähren, dann auf jeden Fall Milchproduktekonsum und Fleischkonsum drastisch runterfahren. Das bringt auch schon ganz viel. Dann der Lebensstil ist auch ganz, ganz wichtig. Alles, was mit Stress zu tun hat, hat sehr große Auswirkungen auf deine Hormone. Besonders wegen dem Stresshormon Cortisol. Und genau, also da kannst du sehr viel für tun, wenn du eben Stress vermeidest. Geht natürlich nicht immer realistischerweise, aber wenn du eben Stress hattest, dass du dich dann erholst oder dass du eben den Stress, der zu vermeiden ist, auch wirklich vermeidest. Dass du da halt einfach so ein bisschen Auge drauf hast. Ich kann davon ein Lied singen, ich hatte vor einem Jahr einen Burnout und genau, ich hatte gar keine andere Wahl, als da mehr drauf zu achten. Ja, dazu gehört auch früh ins Bett zu gehen. Generell viel, viel schlafen, früh ins Bett gehen in der Nacht. Das ist die Zeit, in der dein Körper repariert, ja, in der dein Körper aufräumt, in der dein Körper, ja, alles Mögliche, so viel wie er kann, versucht, wieder so zu machen, wie es eigentlich sein soll, wie es im gesunden Körper ist. Und wenn du halt die Zeit einschränkst, wenn du nicht genügend schläfst, wenn du nicht schläfst, bis du von alleine aufwachst, dann nimmst du dem Körper Zeit weg, in der er das tun kann. So einfach ist das. Und es ist auch nicht das Gleiche, ob du um Mitternacht ins Bett gehst und dann 8 Stunden schläfst oder ob du abends um 8 ins Bett gehst und dann 8 Stunden schläfst. Liegt ein ganz großer Unterschied, weil der Körper eben, ich meine, es ist zwischen 8 Uhr und 4 Uhr morgens eben seine Reparierarbeiten auf Hochtouren laufen lässt. Alles, was danach ist, morgens, ist nur noch auf kleinerer Flamme sozusagen. Also Qualität, Schlaf, eine Augenmaske bringt auch viel, damit es dunkel bleibt. Ist also sehr, sehr wichtig. Also wirklich das Thema Schlaf absolut nicht unterschätzen, ja. Das ist die Zeit, in der der Körper wirklich nichts anderes zu tun hat, als sich zu reparieren, sich zu regenerieren, ja. Nicht unterschätzen, das ist wirklich super wichtig. Auch wichtig ist, dich regelmäßig zu bewegen. Das kann leichte Bewegung sein, einfach nur mit deinem Kreislauf ein bisschen in Schwung kommen. Das muss gar nichts Starkes sein. Das hat auch viel mit Hormongleichgewicht zu tun. Wie gesagt, wir reden nicht unbedingt um Sport. Es kann auch einfach ein Spaziergang sein. Also einfach, dass du dich ein bisschen bewegst, an die frische Luft kommst. Genauso wichtig ist dann auch Sonne, dass du Sonne bekommst, denn Vitamin D ist in Wahrheit gar kein Vitamin D, also gar kein Vitamin, meine ich, sondern ein Hormon. Es ist tatsächlich ein Hormon und wie du weißt, jedes Hormon bedingt sich irgendwie gegenseitig und ist also sehr essentiell auch. So, jetzt kommen wir aber dazu, was kannst du außerdem noch tun? Außerdem kannst du eben mit Nahrungsergänzungsmitteln, wenn dein Leidensdruck so hoch ist, das eben höher, wie soll ich sagen, kannst du es mehr unterstützen. Also mit Estroblock habe ich es gemacht. Ich habe extra nur Estroblock genommen, um genau zu wissen, okay, das hat mir letzten Endes geholfen. Ich habe ein Jahr lang keine Periode gehabt, keinen Zyklus gehabt und habe dann nach 5 Monaten Estroblock-Einnahme meine
Periode das erste Mal wieder bekommen und seitdem mein Zyklus regelmäßig. Ja, also alles perfekt, alles in Ordnung. Es ist normal, dass man nach dem Pilleabsetzen lange seinen Zyklus nicht bekommt. Das ist sehr normal. Dazu hier ein Video verlinkt, wenn du das auch quasi gerade erfährst. Generell gilt einfach, alles, was die Ursache bekämpft, wird dir helfen. Also irgendwelche Cremes und so kannst du in die Tonne kloppen. Irgendwelche Medikamente auch. Es muss natürlich sein, es muss pflanzlich sein, es darf dein Körper nicht wieder neu durcheinander bringen. Es darf keine Hormone enthalten, es muss irgendwie die Ursache bekämpfen und nicht irgendwas von außen. Genau, und das macht eben der Wirkstoff Diindolylmethane, DIM, deswegen hilft Estrogen ja auch gegen Akne und Haarausfall. Und genau, es geht also direkt an die Ursache ran und bringt die Hormone wieder in Balance und dadurch eben auch wieder ein Zyklus. Also ich bin sicher, dass wenn ich Estrogen nicht genommen hätte, hätte das länger gedauert, bis ich wieder meinen Zyklus bekommen hätte. Kann ich natürlich nicht beweisen, aber es ist logisch. und genau, es gibt eben noch Agnus Castus, ein Mönchspfeffer nennt man den auch. Ich habe selbst keine Erfahrung damit, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, es zu nehmen, weil ich eben wissen wollte, dass Estroblock mir letzten Endes hilft. Und ich wollte nachher eben wissen, okay, ich habe nur eins genommen und nicht 10 verschiedene Sachen, weiß dann nicht mehr, was mir geholfen hat. Soll aber sehr gut helfen, auch der Hersteller spricht sich dafür aus, also der Hersteller von Estroblock, das Mönchspfeffer Agnus Castus, A-G-N-U-S-C-A-S-T-U-S, eben bei Zyklus, bei unregelmäßigem Zyklus helfen soll. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe selbst keine Erfahrung damit. Ich würde vorschlagen, es macht mehr Sinn, auf einen pflanzlichen Wirkstoff quasi zu setzen, damit man nachher auch weiß, was einem wirklich geholfen hat. Aber bleibt eben selbst überlassen. Ich hoffe, das hat soweit geholfen. Wenn ja, Daumen hoch und bis nächstes Video. Ciao.